Guten Morgen. So, schulfertig machen wir uns alle. Eine Beete, weil ich verhungere mal auf der Autobahn. Nein, das ist meine. Das ist egal, das ist deine. Der Nuki ist nicht so gut drauf. Nicht mein Name. Hier ist Dante. Aber der wurde immer abgespielt von Geschirrspüler. Da fängt er wieder an zu quietschen. Soll man den Keilriemen spannen? Aber ja, er kommt zu gar nichts, ehrlich gesagt. Mit dem Bruder. Ach, da sind Stifte drin. Da so rum am Straßenrand. Ich hab mitgenommen. Hier, machst du doch Hunger. Papa weiß, wie es auf was geht. So, heute gibt es wieder Croissants zum Frühstück. Für 50 Cent das Stück. So viel man will. Ja, wenn sie alle sind, wird nachgebacken. Und den Rad funktioniert nur bei Netto. Kommst du hier rüber? Schön. Nee, brauchst du nicht probieren, lass mal. Rausgesprungen? Gestern ist mir eine im Wohnzimmer rausgeflogen. Meinst du, das war nur bei uns? Ich glaube, das hat sich so angefühlt wie von allen. Ich bin nicht angefühlt, ja. In die ganze Gegend jetzt. Nee, ist doch alles aus hier. Hammer, ey. Ja, ist komplett tot. Das liegt nicht an uns. Bei Britzke ist auch Licht aus. Das war die Hauptstromleitung.
Alter, wir haben ja gerade Bauarbeiten in der Straße, die haben wir jetzt schön gekappt. Kurz mal. Das war richtig so. Hast du das gehört? Kann ich nichts benutzen wie der Waschmaschine oder irgendwas? Na, der Tag fängt doch gut an mit Ausfall quasi, weil ich kann ja nicht den Laden aufmachen, wenn kein Strom ist. Kann ich ja nicht arbeiten. Es ist hier auch schweinedunkel, ich fühle das mal hier an. Oh ja. Je nach. Bei Pude, wa? Bei Buchte. Ja, Hans kommt ja heute. Ich dachte, er kommt am 8. Wie? Hat er nicht gesagt, am Mittwoch ist er da? Ach so, ja, da kommst du ja richtig. Aber am 8. ist doch zum ersten Donnerstag. Naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist ein Scheiß. Na klar, jetzt haben wir auch kein Internet. Ja. Aber wir haben eine Kamera. Die sind jetzt wie die Hinterwäldler hier. Das ist der Moment, auf den ich mich immer gefreut habe. Kein Strom, kein Internet. Nichts funktioniert. Nichts funktioniert, außer man selbst. Fertig aus. Reicht doch. Ach, okay. Eine Million Leute rufen an, bei deren Gefriertruhen. Mensch, unsere Gefriertruhen! Es ist dunkel wie sonst was hier. Mach ein Kerz an. Was ist das? Ich wollte heute. Tja, Leute, leben wie im 19. Jetzt. Wo ist WLAN? Genau, wenn du dich aus WLAN. Jetzt siehst du so den Lehrling an der Baugrube stehen, wie er gerade so mit der Baggerschaufel so hoch, so. Und dann so. Und er so. Und gestern war es ja gerade am Kottbusser Damm, sich ein. Der Typ sah aus, ey, mit Krokodile, aber in Grau. Also ein Alter, aber so richtig schön geföhnt, die Haare auch, ja? Noch durchfliegt. Ja, so geföhnt, so Krokodile. Das war wahrscheinlich Shadow war das da. Und dann stand er da vor so einem kleinen Bagger und hat sich beschwert, dass kein Mensch von den Bauarbeitern Deutsch spricht und er noch alles im Comic am besten denen in die Hand drücken muss, in Comicform. Geil! Ja, oder ist mich denn hier keine Deutsch oder was? Soll ich hier auch noch Bildersprache machen oder wie? Der perfekt wie aus den 80ern so. Voll so ein übrigen Diener. Ja, und dann war wahrscheinlich, hat ja dann irgendein Pole hat sich da reingesetzt oder irgendwas. Was weiß ich, wer das macht heutzutage so. Was sind denn heute Hilfsarbeiter? Portugiesen waren es ja mal. Syrer. Polen, Syrer, ja. Der dann drin, bub, groß mit der Schaufel ausgehoben, Hauptstromkabel, bub. Wahrscheinlich baggert er so ja noch weiter, er kriegt das noch nicht mal mit. Hat sich nichts geändert auf dem Bau, wa? Nee, das habe ich auch gedacht in dem Moment. Das sind immer die gleichen Gespräche. Mach einen Comic von mir, zeig mir das auf, ist total geil. Genau das jetzt. Dieses Bild, wie der da, wie Mr. Krokodil völlig überzeichnet so, wie der den klar macht. Du musst hier baggern und nicht hier, so hier, nicht hier. Und er dann hier so. Das wär's. Ist genauso wie Micky und ich versucht haben, diesen Detroit Pole. Ich weiß ja, mit diesem Hauptträger. Klar zu machen, diesen Hauptträger. Die Seite weg. Die Seite nicht, nehmer, niemals. Und er schön weg, den Hauptdreher weggehämmert. Wir kommen wieder zurück, das ganze Haus wackelt. Oh, Alter, das hat nicht mehr viel. Also, der hat sich beschwert, dass das so schwer ging. Das ist der Hauptdreher von dem Haus. Das fällt zusammen in sich. Aber ich kann mal so blöd sein auch. Der Micky hat den richtig
zusammengeschissen. Ja, klar, ich meine, das ist danach eine Ruine. Und haben wir den wieder aufgebaut. Das, was er da abgepickert hat. Schließen die alle kurz. Auf einmal kommunizieren wieder alle Menschen miteinander. Weil wir aus dem Handy aus, kann ich ja auch nicht mal mit dem Handy gucken. Ich hab nichts verstanden. Man kann jetzt mit dem Handy gucken. Du, ihr seht nicht, Strom ist voll. Das geht nicht. Kein Strom da. Guck mal raus aus dem Fenster, wie die alle rumwuseln draußen. Keiner hat alle Strom. Vorne ein Fenster. Keiner hat Strom. Gegenüber. Keiner. Alle. Stehen sie halt auf der Straße und wissen nicht Bescheid. Wissen wie die Lemminge. Oh, wann kommt da mein Bus? Oh, weiß ich gar nicht. Vorbeigefahren. Total verstrahlt. Da hat der Handy ja nicht angezeigt. Ja, ein Problem, ne? Einfach loszulaufen? Ja, ist ein Problem für die meisten. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Minuten es waren. Und vor 5 Minuten waren es noch 1 Minute 30, weil ich losgehen musste. Ich finde das zu witzig. Das verstehe ich auch nicht mit diesem. Dass man vielleicht nachguckt, wenn ein Zug fährt, wenn es. Na, wenn er alle Stunde immer fährt. Mhm. Ja. Aber dieses. Du bist ja auch angenehm, man muss nicht zur Haltestelle laufen. Ich muss um 11 da sein, also gehe ich um 10.38 Uhr und 57 Sekunden los. Mit Sekunden hat er Gott sei Dank noch nicht, aber. Wie auch immer. Sind alle verrückt und verwirrt jetzt, ohne Strom. Auf einmal ist die ganze Strahlung weg. Die Vögel zwitschern viel mehr. Merkst du gleich. Weißt du, wenn der Strom angeht, sind sie alle wieder leise. So. Du kannst nicht mehr fliegen, so. Ach Mann. Wolfgang jetzt. Mein Fernseher. Der zweite Gang geht auch nicht. Scheiße. So geil, so. Alles aus. Voll die Überspannung. Das hast du aber gehört, dass das nicht eine Sicherung war. Ja, das hört man ja meistens, dass es rausfliegt. Aber gestern ist mir die halt auch schon einmal rausgeflogen im Wohnzimmer. Ich habe Licht angemacht, zack, war die draußen. Na, ist vielleicht eine Lampe. Sicherung? Hm. Ist vielleicht eine Lampe kaputt, ja, nicht lieber. Mach doch mal eine Kerze an, Herr Gott, hier. Doch, so, okay, hier. Komm. Das sind doch keine Neandertaler. Alter, was ist denn los? Ich habe nie gesagt, mach ein Lagerfeuer. Ich sag mal eine Kerze an. Der Fortschritt muss wieder zurück. Macht einen Rückschritt. Ups hier, ups hier. Feuer. Aua, aua. Warm. Uga, uga. Oh, was hat man letztens Lustiges gesagt? Was war denn das? Die sagt echt lustige Sachen. Tausend lustige Dinge. Dann sagt sie, wie, als wenn hier die Erleuchtung kommt. Ach so, ja, stimmt. Wir waren ja früher mal auch, weiß ich was. Affen. Ja, Affen nicht, sondern irgendwas anderes. Wir waren Affen. An dem Kerzenschein, sage ich jetzt, wir sehen uns gleich im Keller. Aber ihr seht mich nicht, denn ich habe keinen Strom. Du bist draußen, Papa. Oh, das darf ich nicht. Das ist doch. Ja, kannst du dir auch eine Rechnung schreiben, der Stadt Berlin. Der Stadt Berlin, genau, ein Ausfall. Pro Minute 10 Euro. Ich habe einen Kellerladen, was denken die sich denn? Ich habe ein Basementgeschäft. Ein Basementgeschäft. Ja, ein Keller. Ich meine, das ist ja nicht mal ebenerdig, wo man ein bisschen Tageslicht haben könnte. Nee, haben wir nicht. Was sollen die Leute sagen, die im Bungalow arbeiten? Oder im Bunker. Bunker. Bunkerbesichtigung jetzt. Alles aus. Die haben ja Notstromversorgung meist. Stell dir mal vor, die Leute brechen da Panik aus. Naja, und die Panik hält so 10 Sekunden, weil sie ja sofort gegen die Wand laufen. Und dann stehst du da. Geht dich an. Und liegen sie alle so. So wie kleine Spatzen, die immer gegen die Scheiben fliegen, sich die Nicke brechen. Ich muss auch, ich kann nicht waschen. Gott sei Dank habe ich gestern schon einen Geschirrspüler gemacht. Gott sei Dank. Ich hoffe, wie das heute aussehen würde. Noch schlimmer. Warte mal. Oh mein Gott.
Ich brauche mal eine Weile, um das zu imaginieren. Ja, heute werde ich die Schultüte fertig machen und die zwei Schultüten für die anderen beiden. Kannst ruhig mal ein bisschen putzen hier, den Reflektor. Und dann... Morgen ist Therapie. Tee. Jetzt weiß ich gar nicht mit Dennis, war das jetzt eigentlich fest, dass der kocht? Weil er meldet sich gar nicht mehr. Ja, du musst ihn anrufen. Ich bin schon geschrieben. Du sollst ihn nicht schreiben, du musst ihn anrufen. Und dann hat er zurück so eine Sprachnachricht und dann hat... Ja, ich würde ja schon gern, aber ich melde mich nochmal. Das war seine Sprachnachricht. Zu was? Zum Kochen? Zum Kommen. So. Aber wenn er das schon, weiß ich ja nicht, ob er dann überhaupt das so ernst gemeint hat. Naja, also klappt das oder nicht? Du musst das wissen, du musst es sagen, du musst das ja wissen, jetzt ist ja jetzt am Freitag. Du musst ihn anrufen. Tu mir den Gefallen und rufe ihn an in Person. Nicht anschreiben, anrufen. Ja? Weißt du, was das heißt? Dieses Anrufen, kennst du das? Das ist geläufig. Ich weiß nicht genau. Ja? Etwa? Ja. Ungefähr? So ein bisschen? Ja, ihr wollt mit einer Kerze ins Geschäft. So einfach ist das. Na, ich habe kein Licht sonst. Unheimlich. Horrorgeschichten. Mal gucken, wie lange das dauert heute hier. Ja? Na, gar nicht. Ich habe eine Kerze gerade in der Hand. Wie soll ich da gucken, ob ein Fernseher läuft? Ey, die sind drauf einfach. Die sind wirklich alle so... Deswegen nie einen kompletten Elektroofen. So, wir gehen mal runter. Ja, Mensch. Heute gibt es Romantik pur. Nur Kerzenbeleuchtung. Ja, hoffen wir mal, dass das mit dem Strom jetzt nicht so lange geht. Ja, irgendwann mal wieder läuft. Und bis dahin werde ich erstmal die Kamera ausmachen. Da können Sie den Strom sparen. Na, wer kommt denn jetzt? So spät. Wer kommt denn so spät? Was ist hier denn los? Ich wollte sagen, das ist ja wohl nicht für mich gedacht, oder? Na, ich habe hier ein Bett aufgebaut. Ich dachte, was du nicht mal gerade. Stromausfall in der ganzen Straße. Wegen der Bauarbeiten wahrscheinlich. Moin. Das ist nur so. Haben sie echt ein Kabel durchgesetzt. Wahrscheinlich haben sie Pop hat sie gemacht, als wir umgesessen haben. Plopp, alle Duster. Sag mal, Wolfgang, jetzt mal die Frage zur Situation. Funktioniert dein Fernseher? Nee. Siehst du? Weil kein Strom. Siehst du, ist eh sinnlos. Ja, der Felix kommt wieder. Der kommt nachher. Er meint ja, eine Viertelstunde ist er da. Und dann komme ich mal zu Wolfgang und guck mir den Fernseher an. Wenn dann Strom ist, wenn nicht, komme ich nicht. Und wenn kein Strom ist, nehme ich den Fernseher einfach mit. Ja, wir reparieren auch Rollatoren. Allerdings nicht ohne Strom. Zack, und das rote Licht. Löschen wir mal die Kerzen. Wir schauen alle nicht in die Zukunft. Mhm.
Sondern ersetzen nur, damit wir wissen, welche es ist, ersetzen wir natürlich den Nippel durch einen farbigen. Mhm, weil das ich habe mit Edding eine Markierung gemacht. Oder mit Edding eine Markierung. Aber eigentlich. Aber, eigentlich einen farbigen Nippel. Eigentlich farbigen Nippel. Wieso? Ist die nächste gerissen? Ja, beim Zentrieren. Ja, die sahen auch, manche sind halt ein bisschen angeditscht schon oder rostig, aber. So ist das, wa? Was willst du machen? Dann bin ich soweit jetzt. Was will man machen? Mal das Positive sehen. Echt ein farbiger Nippel, ist auch nicht schlecht, ne? Weil vor allem sind es schon viermal Winkel von Speichen erneuert worden. Und ja, dann ist das ja klar. Dann ist da eigentlich nichts mehr zu lösen, ne? Sie sagt doch, das ist neu gekommen, nicht was? Das soll auch neu eingebaut worden sein, aber ich sag, hab ja auch zu ihr gemeint. Ja, aber wahrscheinlich auch gebraucht. Ja. Naja, wenn es gerade lief, ist es ja in Ordnung. Heute ist ja hier was los, ey. Stromausfall von heute Morgen, ja, wisst ihr ja noch? So, Fakt ist, der Fehler ist genau hier vom Haus. Es ist ja unglaublich. Da kommen die mit so einer, und wie die das bestimmen können, war von oben, von der Oberfläche, kommen die mit so einer, ich nenne es mal Sonde jetzt an, und messen nach, wo der Strom läuft. Und dann wissen die ganz genau, wo der Fehler ist. Es ist unglaublich. Das sehen die ganz genau, hat ja vorne einen Kreislauf hier mal, zack, bumm, da ist kaputt, das Kabel, ein Defekt im Kabel. Wie das so funktioniert heutzutage, ist Wahnsinn. Eigentlich eine riesen Baugrube jetzt vorm Haus hier. Unglaublich. Ach, und wir haben Herkules. Wo der Tretlager wackelt. Hier, schaut mal. Das will ich jetzt mal einstellen. Also erstmal schaue ich, ob es überhaupt einzustellen geht. Ich locker das hier. Na, jetzt fängt es zu lockern. Tada! So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Hinterrad, wo dauernd Speichen rausfallen. Immer wieder fallen hier die Speichen raus. Fakt ist, ich habe dir guten Freund gesagt, Hollandrad, das ist der 635er oder so. Sag, hier sind mal zu ratlos, die haben da verstärkte Speichen und so. Und die bauen ihnen da ein Hinterrad ein. Ja. Die hat einen Termin gekriegt jetzt, die wartet schon 4 Wochen. Und der Termin ist zum 9.9. Oder so, 9.9. Also irgendwann 5.9.9.9. Ich weiß ja nicht. Irgendwie so. Noch über einen Monat hin. 9.9. Jetzt kann ich mehr warten. 2 Monate auf der Draht warten und dann wird es erst gemacht.
Ist ja nicht so, da hat es einen Termin, um das Rad hinzubringen. Dann wird es erst repariert und das dauert ja auch nochmal. Dafür brauchen die auch nochmal eine Woche oder so. Ich habe gesagt, okay, das ist hier, ich mach das. Jetzt baue ich es aus, speichere die Speichen aus, speichere neue Speichen ein. Bin fertig. Mach ich jetzt. Könnt ihr zugucken. Ach jo, Schaltzug tauschen. Mein Problem ist, dass das Ende vom Schaltzug noch drin steckt. Und dass er hier oben abgerissen ist. Hallo. Ja.
Gut, den haben wir raus. Der hat sie verklemmt, deswegen musste ich dieses ganze Ding auseinanderbauen, inklusive das. Oh, ist das nervig, Alter. Der Zug ist exakt genau an der Tonne hier vorne abgerissen. Und deswegen musste ich jetzt alles auseinanderbauen. Das ganze Schaltgedöns, kommst du ja nicht ran sonst. Sehr gut, wundervoll. Jetzt habe ich es repariert und die Kamera ist ausgefallen. Aber yay. Das war die erste vernünftige Aufnahme heute. Die ist wieder nicht geworden. Bin ich ja schon fast gewohnt mit den GoPro-Kameras. Aber wenn es gut wird, fallen sie aus. Na, wie auch immer. Na, schauen wir mal. Da habe ich hier doch tatsächlich ein Rad zum zweiten Mal heute mit dem gleichen Problem. Hinterrad platt. Wahnsinn. Also, wie schön präsent der Splitter war. Zweite Mal ist die Platte gefahren. Würde ich sagen, hier, so. Was haben wir hier für ein Problem? Der Kollege hat sich die Felge komplett zerschrottet. Und zwar ist kein Bremsbelag drauf. Und dabei ist Folgendes passiert. Das da. Alter Falter, ey. Damit man mal sieht, was da passiert ist, schaut euch das an. Wie sich das gebogen hat. Und schlupp weggerissen. Weil kein Bremsbelag drauf. Das ist halt nicht drauf. Wenn nicht drauf ist, kann ich bremsen. Nichts mehr. Es ist nur noch Metall. Da bremst das Metall pur auf der Felge und hobelt die Aluminiumfelge weg. Und er meinte, ich hätte ihm das nicht gesagt beim letzten Mal, aber ich habe ihm das gesagt, 100%. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Was ist passiert? Er hat aufgepumpt und es ist geplatzt. Oh Gott, das ist ja alles kaputt. Und die Finger, die wollen auch so eine Übung haben.
Ja, was ist denn hier los, ey? Oh, kaputt. Guck doch mal, völlig zugebogen. Vielleicht lernst du es. Hä?
Vielleicht lernt sie es. Genau, wenn die Interesse dafür hat. Also, und der kann das auch. Also das muss man halt sehen, ob das ihr Ding ist. Na ja. Oder sein Fernseher funktioniert wieder. Endlich hat Wolfgang wieder TV. Ach, Wolfgang, ey. Du musst dir das mal aufschreiben. Ja, ich kann du, nicht jemand anders für dich, sondern du selber musst dir das aufschreiben. Ja, das ist, du hast, ja, ist ja richtig. Ich finde das alles nicht so dramatisch. Nee, ich finde das aber dramatisch, ja. Ja. Ich habe Freunde gehabt. Ja. Wir haben uns um 10 Uhr getroffen vom Mittag. Ja. So. Ja. Bis wann kam, ja nicht. Du wolltest spazieren fahren, irgendwo hinfahren. Ja, sind doch keine Freunde. Naja, siehst du. Ich glaube, war mal jeder. Wollen wir Krankenhaus besuchen? Ja. So. Ich komme. So. Und sind keine Freunde. Was hat denn mir Alex hier auch wieder so versprochen? Ich will nicht nachtragen. Also tut mir eine Seele weh, Thomas. Ja? Ach, Wolfgang, ey. Na ja. Das viel zu dramatisch. Der macht doch genug mit dir, was soll der denn? Aber er macht doch auch genug mit dir. Ja, aber das verstehe ich alles, ich will die Ehrlichkeit, da bin ich, ja. Du bist manchmal, die Tage, der kommt dann, dann machen wir was machen, und dann kann ich machen, und dann auch irgendwie mit dem Kinder, und dann hat er schlechte Augen, dann ist er, die Sache, absolut, manchmal richtig für Ostar, wenn mir wieder kommt wie ein Dover. Nicht. Also macht es gut, liebe Leute. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, heute war überhaupt was Spannendes dabei. Ihr werdet da ja jetzt gesehen haben. Also wir sehen uns dann. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Bis dann.